So, meine lieben Leute, eure Kasse grüßt euch zu einer weiteren Folge Sims 4. Ja, John Wick hat den Laserpointer erlegt. Und unser kleiner Herr hier, unser kleiner Mann, Nachwuchs von den guten Bibultis, sagt sich, wieso gibst du dir den gammeligen Apfelsaft heute Morgen? Wo hast du ihn gekauft, Mama? Der schmeckt so, naja, nach Karton. Naja. Ja, Papa soll mal übernehmen, den kleinen Fratz aus dem Ding rauszuholen, ja? Rauslassen, genau. So, Madame Vigulti kann sich nachher aufs Aufräumen konzentrieren. Muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Alles klar. Hat er ja noch Zeit, den Kleinen hier rauszuholen? Da kommt schon wieder der kleine Schelm. Was gibt das hier? Ja, was hat man hier wohl vor? Ich verdächtige Sie des Verrates der Küche. Na gut, wir schalten mal rüber wieder zum Herrn Wigulbi. Oh, ich will mit dir kuscheln, Bär. Ich will mit dir kuscheln. Ja. So. Madame Vigulti räumt das Geschirr ein. Horst. Strafe Vigulti. Ah, Katzenbott. Ich muss auf dem Pott. Oder was? Ach nee. Was ist das denn? Das sieht komisch aus. Ist weiß, eckig. Kann man das essen? Oh mein Gott. Ja, das spring doch mal rein, kleiner Mann. Das hat er wirklich schon gemacht bei uns im echten Leben. Er ist in die Weine gesprungen, wo ich das Wasser drin hatte und ja, hintenrum komplett nass gewesen. Ne? Was überlegen wir hier? Doch nicht? Gut. Braves Kätzchen. Da wird sich ein Eis gegönnt. Aha. Die Nerven liegen blank. Das Eis hilft weiter. Mal sehen, was der hier macht. Oh, ist Wuffi traurig? Was ist mit Wuffi passiert? Wuffi böse. Braucht Vergnügen. Ah. Wo sind denn alle hin? Du bist ja weggelaufen. Jetzt geht es zum kleinen Kater. Mal gucken. Venom nachmachen. Oh, das finde ich interessant. Das möchte ich gerne sehen. Wie machst denn du Venom was nach? Ja, ich würde sagen, du kannst nachher das reparieren hier. Bitte, das ist wieder der Herr Wigulti gewesen. Der Mr. Männele. Ach ja, der gute Wutanfall, meine Schatzis. Na los. Gehen Sie sich Venom angucken. Oh Mann. Ich muss auf Toilette noch. Alles klar. Und wo ist der kleine Venom-Mann? Aha. Das ist keine Lust mehr. Da. Wie auf dem Kopf, Tetschu. Möchte dich jetzt nachmachen. Bist du ein Hund? Wuff, wuff. Lass mich in Ruhe, ich bin doch kein Hund. Was tust du da? Lern mal Katzensprache, bitte. Das wäre von Vorteil. Oh nein, der ist wütend zur Arbeit gegangen. Kommt die andere als Unterstützung, Chiara. Lass doch weiterziehen. Freund in Ruhe.
Oh Mann. Lava. Ja, Madame, wenn du so müde bist, dann geh doch schlafen, mein Gott. Das hilft Wunder, ne? Ja, dann gehen wir doch mal spielen mit dir, junger Mann. Dass du mal wieder glücklich wirst hier im Hause. Nehmen wir doch mal so einen roten Flitzer, ne? Und ach, den hier. Der passt gut zu einem Jungen. Jawohl. Na los. Treppen steigen ist nicht einfach, ne? Das will gelernt sein. Mutti hat sich zum Pennen hingelegt. Ja, irgendwann braucht man auch mal seine Ruhe, ne? Was ist das hier? Laserbahn. Wer mit Laserbahn gespielt hat, Katzen lassen sich ja so leicht ablenken. Ein leuchtender Punkt am Boden und schon sind sie völlig aus dem Häuschen. Aha. Okay. Wow, jetzt geht die Fantasie durch. Und der Spaß geht auch hoch. So, Outfit ändern. Das Flugzeug und das Auto sind unterwegs. Und das Einhorn, das ist eingestiegen ins Flugzeug. Jawohl! Und da kommt jetzt schon Vico wieder. Er guckt sehr begeistert zu, wie es aussieht. Oh, ich überfahre das Auto, das Einhorn. Miep, miep. Dem wird das ein bisschen skurril im John Wick. Was macht denn unser kleiner Mann hier unten? Der unterhält sich mit Chiara. Das würde ich mir wünschen, dass es so gut klappen würde zwischen Chiara und dem Kleinen. Aber die fauchen sich ja mal so ein bisschen gegenseitig an. Also bis gesagt, Chiara faucht ihn ja an. Ach, Chiara ist hier raus. Oder? Ja. Okay. Der gute John Wick sitzt hier. Und Madame hat sich entschlossen, ein Bad zu nehmen. So wie es aussieht, ein gewöhnliches Bad. Das glaube ich nicht, dass es ein Schaumbad ist. Sieht mir nicht so ganz danach aus. Eigentlich bist du ja fleischfriert von deiner Langeweile. Kann man dir mal das Outfit ändern? Ah, bitte tu was mit mir. So, mein kleiner Mann mit Spielebahn. Wir werden dich jetzt mal umziehen und dann werden wir mal mit John Wick was machen. Der arme John Wick, ey. Der braucht ein bisschen Liebe, wie es aussieht. Oh, die verdammte schwere Kiste. Och, Mann. Mutti musste wieder so eine verdammte Scheißkiste kaufen. Jetzt können wir kuscheln. Komm her. Oh, braves Kätzchen. Braves Kätzchen. Juju. Tröstliche Umarmung. Hilft das was dem kleinen Mann? Ich brauche eine Umarmung, Katze. Das hat was gebracht. Er ist jetzt verspielt. Was ist denn hier jetzt los? Oh. Madame hat oben nichts angezogen.
Ja. Das ist dein Outfit. So soll es aussehen. Wir haben doch noch ein anderes Outfit. Können wir leider hier nicht löschen, irgendwie. So. Was nehmen wir denn heute? Nehmen wir so was Warmes. Ja. Was sagt der? Auf Tiere warten. Aha. Zuhören, der Mama. Okay. Ja, wie war der Tag heute so? Ich hab verpennt, tut mir leid, mein Junge. Naja. Ich hab überhaupt keine Liebe von dir gekriegt, scheiß Mutti. Also. Jetzt wird es Zeit zu schlafen. Nee. Schwesterchen ins Bett. Jojo, ist nicht so schlimm. Jetzt wäre ich irgendwann ein Schwesterchen. Erziehung Level 7 erreicht. Na, der kann jetzt die Bedürfnisse von Kindern effektiv erfüllen. Außerdem kann sie ihre Kinder effektiv beeinflussen. Bestimmte Aktionen durchführen. Okay. Nice. Und gute Nacht, kleiner Mann. Miau, miau. Was ist denn jetzt los? Ich finde den Kerzbaum so cool hier vom Spiel. So einen würde ich auch gerne haben im echten Leben. Echt nice aus. Ich habe die zusammengefügt, aber wenn man so zwei zusammenstellen könnte, nicht schlecht, ne? So, my cooking. Ach, das Eis wird noch fertig gegessen. Der Geburtstag von Kai naht. Muss ja gucken, hier, dass mal diese Bilder Anzeige wegkriegen. Oha, oha. Nee, nee, nee. Noch ein weiteres Kätzchen brauchen wir im Moment nicht. 2, 4, 6, ja, wir können, glaube ich, 8 Sims insgesamt haben, oder? Na gut. Dann ermutigen wir sie doch mal zur Paarung. Den hier können wir auch mal wieder laufen lassen. Billy umbinden. Nein. Reinigungsvorgang starten. Hallo, Madame. Sollst doch die gute Dame zur Paarung ermutigen? Ach, jetzt kommt sie zu uns. So. Komm mal her. Weißt du was? Ein bisschen Paarung wäre nicht schlecht, ne? Ja, das ist zum Lachen. Du hast so einen tollen Partner, ja, so einen dicken, fetten Partner. Jawohl, ich geh ihn suchen, ja. Hallo. Hallo. Oh ja. Oh Mann. Ja, hat es geklappt oder hat es nicht geklappt? Das ist hier die Frage, ja, werden wir dann sehen. Da steht er dann. Was macht sie denn? Sie haut sich in die Falle, ne? Die ist schon so müde. Die war doch vorher schon müde, die war doch vorher schon pennen. Was ist das denn? Naja. Staubsauger ist fleißig. Die Kleine pennt hier. Katze auch. Was macht denn die andere Katze? Die ist hier. Marco hat 342 Simoleons mit nach Hause gebracht. Außerdem hat er tolle Arbeit geleistet. Nice. Obwohl er wütend war.
Da würde man sagen, Mr. Marco, wir gehen doch mal was essen mit dir. Haben wir überhaupt noch gute Sachen hier im Kühlschrank? Ja, komm, wir nehmen Reste. Die Reste muss man ja auch irgendwann aufmümmeln, ne? Oh, was läuft denn hier? Der kleine Mann sitzt hier rum und denkt sich, wann gibt es Essen? Da steht das Essen, du kannst hier essen. Ja. Na, 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 na. Ha, Reste. Was ist das denn? Was hat er sich da abgegriffen? Caprese-Salat. Das bezweifle ich, dass mein wirklicher Herr das essen würde. Für Vegetarier geeignet. Normalerweise ist er meiner nicht vegetarisch, aber ja, das ist Sims 4, deswegen stimmt das irgendwie nicht überein. Man kann ja nicht einstellen, dass dann jemand nur ein Fleischesser ist. Oh mein Gott, die drückt sich ein Eis nach dem anderen ein. Was ist? Hast du Depressionen, Madame? Alter, gutes Eis, Nervennahrung. Anna Oh Tabal. Mann. Nochmal. Quas not. Kese pay, Torki Shaks. Hebeni. Was ist das? Nibahana Trouble. Shirsha Gribaro. Oh, Karzini. So. Lampima Ukinik Safoyum. Prompt Pampe. Who's like Jeff now? Wollen wir doch mal den ein bisschen anheizen? Oh, Risharibo. Weil durch das Windows 10 Update ist ja hier die ganze Sachlage verloren gegangen. Er will abhauen. Du musst gar nicht abhauen, du sollst hier aufräumen. Danach kannst du pennen gehen. Einen Stinketeller brauchst du gar nicht stehen lassen, Kumpel. Das fangen wir gar nicht an. Danach kannst du hier schlafen gehen. Nee, 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 nee. So ist recht. So, die gute Dame des Hauses. Was haben wir noch im Kühlschrank? Müssen wir noch was kochen oder nicht? Öffnen. Wir schauen mal rein. Das müsste ein leerer Teller sein. Den brauchen wir auch nicht hier drin. Wir gehen mal gleich in die Spüle. Ist es reingegangen oder nicht? Doch, ist reingegangen, ne? So, da können wir gleich in die Spüle reinstopfen. So, wie sieht das hier aus? Qualität ausgezeichnet, ne? Ja. Noch nicht verdorben. Aber ich würde sagen, wir kochen noch mal was, ne? So, was kochen wir denn? Nee, Hamburger Kuchen ganz sicher nicht. Energiereiche Proteinteller, ja, das könnten wir machen. Warum nicht? Da kochen wir doch noch was. Popcornkrabbe? Okay, machen wir das mal. Nein. Gruselkekse brauchen wir auch jetzt noch nicht unbedingt. Wir haben ja kein Halloween. Nee, Gebäck will ich nicht. Ah, cool, Zombie-Kuchen gibt's ja auch. Chili, das könnten wir doch machen. So. So, dann wollen wir doch in der nächsten Folge dann zugucken, wie sie das gute Zeugs zubereitet. Da verabschiede ich mich für heute von euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge Sims 4 beim Kochen von der guten Dame Viguldi. Ja.
Mein Essen schmeckt gut, das sagt mein Freund immer, wenn Schatzi Katze isst. Schnuffi hat gut gekocht. Bye, bye.